Hallo aus Köln. Hier ist die Petra von Stempel dich bunt. Und heute möchte ich auch eine kleine Katalogtour machen. Der neue Katalog ist da, meine kreative Welt, der neue Jahreskatalog. Wir waren alle sehr gespannt, sehr aufgeregt. Jetzt dürfen wir ihn zeigen, nicht nur von außen, auch von innen. Und da möchte ich gern mal eine kurze Tour mit dir unternehmen durch den Katalog und möchte dich vor allen Dingen auf ja, ein paar Besonderheiten sind es gar nicht, aber ich möchte gerne noch ein paar Sachen erklären, die ich immer wieder gefragt werde. Und dann ist es jetzt vielleicht ein ganz guter Moment. Fangen wir direkt auf der ersten Seite an. Das ist eine ganz schöne Übersicht. Hier kann man sich grob zurechtfinden, zu welchem Thema man was sucht und kann dann direkt an die Stelle springen, denn der Katalog, der ist ja sehr dick, sehr verwirrend. Man findet sich gerade, wenn das der erste Katalog ist, den du vielleicht in der Hand hältst, mach dir keine Sorgen. Das dauert erstmal eine Weile, bis man sich da zurechtfindet. Aber irgendwann kommt das schon. So, ich möchte gerne als erstes die Unterschiede nochmal zwischen den Stempeln kurz erklären. Das bin ich in der letzten Zeit nämlich mehrfach gefragt worden. Vor allen Dingen, wenn es darum ging, in welcher Version dann ein Stempelset kommt. Denn die Bezeichnung der Stempel ist ein kleines bisschen verwirrend. Und zwar gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Stempelarten. Es gibt einmal die Klarsichtstempel, die sind aus Photopolymer hergestellt und die werden zwingend auf einen Acrylblock montiert. Das sind die, durch die man durchgucken kann. Die machen natürlich vor allem für Stempelsets Sinn, bei denen man mehrfach hintereinander mit unterschiedlichen Farben stempelt. Als zweites gibt es die Gummistempel und die sind dann im Katalog bezeichnet, entweder als Gummistempel oder auch als transparente Stempel. Und da wundern sich dann manche, dass sie sagen, ich habe doch transparente Stempel bestellt, warum bekomme ich denn die roten Gummistempel? Transparent meint dann die Ausführung für transparente Blöcke. Die Gummistempel gibt es entweder zum Montieren auf einen Holzblock oder eben zum temporären Befestigen auf einem Acrylblock und die nennen sich dann transparent. Das sind Klarsichtstempel, das sind transparente Stempel, auch wenn man nicht durchgucken kann. Und es gibt auch die Stempelsets immer nur in einer Version. Ein Stempelset, was es als Clear, als Klarsichtstempel gibt, gibt es nicht nochmal als Gummistempel und auch andersrum. Das heißt, wenn du ein Stempelset bekommen hast, in der Version, in dieser roten Gummiversion und wunderst dich, weil du meinst, Mensch, die sollten doch transparent sein, ich habe das doch anders bestellt, das gibt es gar nicht anders. Also, jedes Stempelset gibt es nur in einer Ausführung. Du kannst nur bei diesen Gummistempeln entscheiden, mit oder ohne Holzblock. So, dann noch eine Seite weiter geblättert. Hier hast du eine schöne Übersicht über die Farbfamilien. Da kann man dann immer mal gucken, was einem vielleicht noch fehlt. Die neuen In-Color-Familien, das ist auch ganz interessant. Dann sind das die Seiten, die werden gerne überblättert ganz am Anfang. Das sind die fertigen Sets. Das ist jetzt hier ein Kartenset, was ich aufgeschlagen habe. Das Kartenset Grüße wie gemalt. Und das besonders Schöne an diesem Set ist, dass alles darin enthalten ist, was du brauchst, um diese Karten zu machen, außer Klebemittel. Also wenn du dieses Set kaufst, dann musst du noch einen Kleber dazu kaufen und dann kannst du diese ganzen Karten machen. Da hast du die Umschläge, die Kartenfronten, was zum Aufkleben, noch andere Umschläge, ausgestanzte Motive, dieses kleine Stempelset. Da kommt auch ein kleines Stempelkissen mit dabei und eben ein kleiner Block, mit dem du dann stempeln kannst. Und die sind natürlich super geeignet zum Verschenken, wenn man vielleicht jemanden hat, bei dem man das Gefühl hat, dem würde das auch Spaß machen, der möchte sich aber nicht direkt eine komplette Grundausstattung kaufen oder wofür die auch super sind, um die zum Beispiel in den Urlaub mitzunehmen. Dann kann man da nämlich auch ein bisschen kreativ tätig sein und muss aber nicht seinen kompletten Bastelkeller einpacken. Also, da lohnt sich mal ein Blick drauf. So, dann möchte ich dich nochmal hinweisen auf verschiedene Unterschiede in der Konzeption. Fangen wir jetzt hiermit mal an. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Auf diesen Seiten sind jeweils Produktpakete abgebildet. Und zwar bestehen die aus einem Stempelset und den dazugehörigen Framelits. Und dann kannst du im Katalog Ausschau halten nach solchen kleinen Kästchen. Das sind immer die Kästchen für Produktpakete. Und da kannst du dann das Stempelset und die dazugehörigen Framelits zusammenkaufen und du sparst 10% gegenüber dem Einzelpreis. Da gibt es dann auch eine eigene Bestellnummer.
und dann ist das entsprechend günstiger. Das gibt es hier bei diesem tollen Orchideen-Set und auch bei dem Set mit dem Fahrrad. Das sind beides Produktpakete. Und jetzt gucke ich mal, ob mein nächster Zettel, der bringt mich nämlich zur anderen Version und zwar zur Produktreihe. Gerade hatten wir ein Produktpaket. Jetzt, das hier ist eine Produktreihe. Der Unterschied zwischen beidem ist, dass es zu den Produktreihen noch Ergänzungsmaterial sozusagen gibt oder eben Papier, Accessoires, die halt besonders gut dazu passen. Man kann natürlich alle anderen Sets auch kombinieren, aber das hier ist nochmal ein bisschen feiner aufeinander abgestimmt. Du hast hier ich habe jetzt das Kaffeebeispiel gewählt. Ich glaube, es wundert sich keiner mehr, dass es das Kaffeebeispiel ist. Ich warte ja schon so auf mein Paket. Ich finde das so toll, dieses Kaffeeset. Da bin ich in Amsterdam fast ausgetickt, als ich das gesehen habe im Katalog. Also, es gibt diese wunderschönen Stempel. Und das gibt es auch wieder im Produktpaket. Also innerhalb dieser Produktreihe gibt es ein Produktpaket. Da bekommst du dann wieder die Stempel. Und die Framelits mit 10% Ersparnis gegenüber dem Einzelpreis. Und wenn dir das ja genauso gut gefällt wie mir, dann kannst du auch noch das Designerpapier zum Beispiel kaufen. Da wiederholen sich eben die Motive. Das passt von den Farben her einfach schön zum Thema. Es gibt darauf angepasste Farbkartonsets oder eben ein Farbkartonset. Hier gibt es jetzt noch Bänder, die farblich dann zum Designerpapier passen. Da finden sich die Farben wieder. Und zu diesem Thema zum Beispiel noch diese Akzente aus Wellpapier. Und hier siehst du dann auf einen Blick, was eben gut miteinander harmoniert. Und auf der Seite hast du jede Menge Beispiele, was damit eben schon gebastelt wurde. Und dann siehst du halt auch, dass da dieses Zubehör dann auch verwendet wurde. Dann hast du auch gleich eine Idee, was man damit machen kann oder bekommst eine Idee, wie groß die Sachen zum Beispiel sind. Also das hier ist so ein Wellpappe-Element, was jetzt hier oben drauf geklebt wurde beispielsweise oder hier wurde das hinterlegt hinter diesen Thanks a Latte. Also da bekommt man dann ganz guten Überblick. So, dann habe ich hier eine andere Produktreihe und die unterscheidet sich jetzt von der letzten, denn auf dieser Seite kannst du suchen, solange wie du möchtest. Du findest hier keinen 10% Bereich. Das liegt daran, dass es zu diesem Stempelset keine Framelits oder Finlits gibt. Das heißt, das ist zwar eine Produktreihe und hier gibt es eben auch die Stempel und es gibt Papier, was dazu passt. Es gibt eine Prägeform, die dazu passt, verschiedene Bänder. Aber es gibt kein Produktpaket mit 10% Ersparnis. Da sind also die Produkte unterschiedlich. So, zu diesem Zettel komme ich später noch. Gehen wir hier nochmal zur nächsten Produktreihe, die ist nämlich auch wieder anders. Also es lohnt sich wirklich hier genauer hinzuschauen. Das ist auch wieder eine Produktreihe, also mit dem Stempelset, mit den dazugehörigen Framelits. Hier ist der 10% Kasten, aber der ist anders als die anderen. Denn in diesem Produktpaket sind neben dem Stempelset und den Framelits ist auch noch eine Packung Designerpapier mit drin. Und das ist natürlich super, wenn dir das Papier gefällt. Und ich kann dir sagen, das ist ganz klasse, das Papier, das habe ich schon. Und das bekommst du dann auch mit 10% Ersparnis. Also das ist ein ganz tolles Produktpaket. Und dann gibt es hier auch wieder dieses Material, was besonders gut dazu passt. Also die Ballon-Accessoires, die Geschenkbänder mit Stickkante, es gibt ein Farbkartonset und hier gibt es wieder Beispiele, was man damit machen kann. Bei diesem Paket ist es so und bei dem Kaffeepaket war das übrigens auch schon so, dass die Framelits ganz genau auf das Designerpapier passen. Deswegen muss man im Grunde sich nicht erschrecken, wenn man das Designerpapier so sieht. Ich halte das mal ein bisschen näher an die Kamera. Da sind einige Bögen drin, die sehr, sehr großformatig sind. Also hier oben der zum Beispiel, da tanzen diese ganzen Tiere rum. Der hat auf der Rückseite die Streifen. Mir persönlich gefallen die Streifen sicherlich besser. Wobei das Schöne an dieser Seite ist eben, man kann mit den Framelits gleich diese fertigen Figürchen ausstanzen. Auf diesem Bogen ist zum Beispiel dieser Geburtstagskuchen und den kann man eben auch ausstanzen. Oder hier unten auf dem roten Bogen wurde in weiß dann gestempelt. Ich hoffe, du kannst es jetzt überhaupt erkennen. Also das ist auf jeden Fall eine Neuheit, zumindest sehe ich das jetzt so zum ersten Mal, dass diese Framelits auf das Designerpapier passen. Ne, hier im Beispiel siehst du das, da ist der bunte Fuchs ausgestanzt. Und mal gucken, ob ich jetzt das Kaffeeset nochmal schnell finde. Ich nutze ja jede Gelegenheit,
dahin zurückzublättern. Hier gibt es auch diesen kleinen Kaffeebecher als Framelit und der passt auch genau auf das Designerpapier. Na, da kannst du das direkt fertig ausstanzen. So, mein nächster Zettel. Noch eine Produktreihe. Warum habe ich mir die markiert? Ich glaube einfach nur, weil sie mir gefällt. Und weil hier, nochmal diese Tiefenprägeform abgebildet ist, die eben auch besonders gut zu dem Thema passt. Da komme ich aber auch nachher nochmal zu und erkläre dazu nochmal was. Aber ein Blick auch auf die Seite lohnt sich. Ich finde es total klasse. Freue mich auch schon, wenn ich das habe. Auf der Seite nochmal ein Überblick über die neuen In-Color. Das ist das Designerpapier in den neuen In-Color. Das ist auch das einzige Designerpapier, was es zu Farbfamilien gibt. Wenn du das aus den alten Katalogen noch kennst, die Designerpapiere der Farbfamilien, die sind leider nicht weitergeführt worden. Und jetzt gibt es noch das Papier eben zu den In-Color. Und dazu gibt es dann eben auch verschiedene Accessoires, die Mini-Schleifchen, die Bänder im neuen Designerpapier, klar, Farbkarton, Stempelkissen und dieses Stempelset und die Thinlits, die kommen dir vielleicht bekannt vor aus dem letzten Katalog, die sind übernommen worden und dann auch hier, wenn du auf der Seite guckst, du findest keinen 10% Bereich, denn das ist nicht neu. Das Stempelset und die Thinlits, die gab es schon mal und Stampin' Up! Ist dazu übergegangen, die Bundles immer nur bei der Erstveröffentlichung anzubieten. Das heißt, die ganzen Bundles, die ich dir jetzt gezeigt habe, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu, dann sage ich das nochmal kurz. Die gibt es, mal gucken, ob das in meinem nächsten, genau, ich erkläre das jetzt an diesem Beispiel mal. Das ist neu, die Produktreihe Gänseblümchen und in diesem Katalog gibt es das Stempelset und die dazugehörige Handstanze als Bundle mit den 10% Ersparnis. Und wenn dieses Produkt in den nächsten Katalog übernommen wird und wenn ich im Moment sehe, wie das abgeht, dann gehe ich davon aus, dass uns das Gänseblümchen länger erhalten bleibt. Dann kannst du zwar das Stempelset kaufen und du kannst die Stanze kaufen, aber das gibt es nicht mehr als Bundle. Das heißt, diese 10% Ersparnis, die gibt es nur in diesem Jahreskatalog. Die sind auf jeden Fall nächstes Jahr, gibt es das dann nicht mehr. Das heißt, bei diesen Bundles, die dich vielleicht interessieren, da macht es Sinn, die im ersten Katalog eben dann auch zu kaufen, um die 10% mitzunehmen. Ne, das siehst du eben hier, das Stempelset und die Thinlits sind aus dem alten Katalog übernommen, aber die 10%, die gibt es jetzt nicht mehr. So, Gänseblümchen, habe ich jetzt schon kurz was zu gesagt. Ja, tolles Set, sieht man im Moment überall. Also in meiner ersten Bestellung, die habe ich jetzt ja schon aufgegeben. Ich weiß nicht, wie oft es da drin war. Also ich bekomme, glaube ich, ein Paket nur von Gänseblümchenstanzen. Ganz toll sind auch diese Glitzersteine, die dazu passen. Die passen nämlich genau als Blütenstempel in diese Gänseblümchen. Großartig. So, geht es weiter. Die nächste Produktreihe, die möchte ich dir nur kurz vorstellen, weil sie so vielseitig ist. Das ist die Produktreihe Farbenspiel. Ein ganz umfangreiches Set im Grunde oder ganz wahnsinnig vielfältig nutzbar, weil das rund ums Jahr gedacht ist. Und die Stempel und auch die Thinlits, hier siehst du es nochmal, hier ist so ein ganz filigranes Blatt, hier ist eine ganz filigrane Schneeflocke. Damit kannst du also das ganze Jahr tolle Sachen gestalten. Diese Lackakzente mit Glitzereffekt sind darauf angepasst, die sind übrigens auch schon vergriffen, die waren so, sind so gut angekommen, die waren direkt am 1. Juni, sind die schon auf Nachlieferung gegangen, also die kommen eben auch wirklich echt gut an. Dann gibt es hier auch noch ein Kartensortiment, was sich an der Produktreihe orientiert. Damit kann man das Ganze noch so ein bisschen ergänzen. So, und dann möchte ich dir gerne noch eine Sache erklären. Die hat mit diesem Katalog gar nichts zu tun. Das ist, das macht Stampin' Up! Ganz allgemein so. Dir wird vielleicht auffallen, wenn du durch den Katalog blätterst, dass bestimmte Stempel unterlegt sind. Also hier sieht man es richtig gut. Hier ist nämlich das ganze Haus in Grau unterlegt und hier der Schmetterling ist auch in Grau unterlegt. Und das heißt, dass es dazu ein Framelit oder ein Thinlit gibt. Und dann steht auch unten drunter, welches das ist. Also hier dieser graue Schmetterling, da habe ich hier so einen kleinen grauen Punkt und da steht, passend zu den Thinlits formen Schmetterlinge, Seite 215. Jetzt kann ich mal zur Seite 215 blättern und dann sehe ich die Thinlits Schmetterlinge
Und dieser kleine, der passt ganz genau auf diesen Stempel. Im Gegensatz dazu ist dieser Stempel gelb unterlegt. Ich hole das mal ein bisschen näher. Ich hoffe, du kannst dann den Farbunterschied sehen. Wenn du den Katalog vor dir liegen hast, dann siehst du es auf jeden Fall. Und diese gelbe Unterlegung, die heißt, dass es dazu eine Handstanze gibt. Und da gibt es auch einen gelben Kreis. Und dann steht da, passend zur Stanze, 3/4 Zoll, 1,9 cm, Seite 207. Kann man dann auch nachgucken. Und da lohnt es sich dann auch schon mal nachzuschauen. Denn es gibt natürlich jetzt wie hier Sets, da gibt es eben die passenden Framelits und dann sind all die grau unterlegt, zu denen es Framelits gibt. Das ist ja auch prima. Aber es gibt eben auch Sets, im Grunde wie dieses, da passt dann ein Stempel passt in das Set, ein Stempel passt in das Set. Also da muss man dann mal ein bisschen gucken, wenn man überlegt, sich eben dieses passende Zubehör zu kaufen. Dass man sich nicht verwirren lässt und nicht denkt, okay, dann kaufe ich ein Set und dann kann ich zum Beispiel mit den Framelits auch den Kreis ausstanzen. Das ist eben nicht so. Da muss man ein kleines bisschen drauf achten. So, noch eine Produktreihe, die habe ich mir auch nur markiert, weil ich sie so schön finde. Sieht man im Moment auch schon ganz viel. Ach, hierzu wollte ich noch sagen, deswegen sind diese Übersichtsseiten sehr schön. Hier sind zum Beispiel zu der Kiste, die man basteln kann mit dieser Produktreihe Holzdekor, auch noch die Zellophantüten abgebildet, die eben genau die Größe haben, dass sie in die Kiste passen. Das ist natürlich prima, dann vertut man sich nämlich auf der Zubehörseite dann nicht in der Größe. Und diese Beispielseiten finde ich auch ganz großartig. Da kriegt man direkt Ideen, was man damit machen kann. So, dann eine neue Rubrik Hintergrundstempel. Da gibt es einige neue und zwar insgesamt 5. Das Musiknotenblatt, die Briefmarken, dann gibt es hier so einen Marmoriereffekt, es gibt dieses gewebte Stoffstück und es gibt die Holzringe. Dieser Stempel ist in Originalgröße abgebildet. Die anderen sind alle verkleinert und in den Kreisen, da ist dann dieser Kreis zeigt die Originalgröße. Und hier hast du die Wahl, wie bei den anderen oder bei vielen anderen Stempelsets ja auch, bei den Gummistempeln, dir zu überlegen, möchtest du den mit Holzblock oder möchtest du den für den Acrylblock. Und da muss man halt oder solltest du ein bisschen überlegen, vielleicht wie viel Hintergrundstempel du dir anschaffen möchtest, weil der große Acrylblock, der ist verhältnismäßig teuer. Ich blätter jetzt mal kurz, ich gucke mal, ob ich die Seite mit den Blöcken jetzt schnell finde. Ich meine, der kostet 24 Euro. Ich habe es gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht im Kopf. Genau, das ist der ganz große, der kostet 21 Euro. Das heißt, ab dem 4. Hintergrundstempel hast du praktisch den Acrylblock wieder raus, wenn du vorher die Version eben ohne Block kaufst. Meinen ersten Hintergrundstempel habe ich mit Holzblock gekauft. Ich glaube, ich würde es heute nicht mehr machen, weil das bei den Stempeln auch verhältnismäßig gut geht, wenn du die einfach auf eine glatte Unterlage legst und dann eben das Papier drauflegst zum Stempeln. Also da lohnt es sich nur mal ein bisschen zu überlegen, welche Version da vielleicht mehr Sinn macht. So, dann noch ein besonderes Stempelset, das ist das Set kreiert mit Liebe und das ist in diesem Katalog das Set mit dem Copyright-Stempel. Ne, sobald du Sachen verkaufen möchtest, die du mit Material von Stampin' Up gebastelt hast, muss der Copyright-Stempel drauf und der ist nur in diesem Set in dem Katalog und ich finde es auch richtig schön. Also ein tolles Set, was sich durchaus auch lohnt. Die Seite finde ich auch sehr schön, weil man hier nochmal so einen Überblick über die Farbentwicklung hat sozusagen. Und hier auf der Seite eben nochmal so eine Farbtabelle, wo man gucken kann, welche Farben liegen denn eigentlich nah beieinander, welche kann man vielleicht kombinieren. Das ist nochmal ein besserer Überblick, finde ich, als die Farbfamilien. So, dann kommen jetzt hier nochmal die Farbfamilien, die Designerpapiere und was hier auch besonders schön ist, da lohnt sich auch nochmal ein Blick, das sind diese Dreierpakete Farbkarton, die zu den Designerpapieren passen. Da hast du auch 24 Bögen im Paket und zwar 3 Farben mit jeweils dann 8 Bögen. Also die sind sehr schön, weil man da eben ja, mehr Farben dann zur Auswahl hat. So, meine nächste Markierung, ich blätter jetzt mal hier, ach das ist Erinnerungen und mehr.
löst ja Project Life ab. Insgesamt, wahrscheinlich wird es dir nicht aufgefallen sein, ist es nicht so mein Thema. Ich habe da noch nie was mitgemacht. Überblätter ich jetzt auch mal schnell. Kommen wir zur Seite Papier Basics. Was neu ist, und den finde ich super spannend, ist dieser Glanzkarton. Ich habe den in Amsterdam gesehen und fand den super. Also da werde ich bestimmt, also nicht bestimmt, sondern auf jeden Fall noch was mitmachen. Ich habe ihn jetzt auch direkt mitbestellt. Dann, was es neu gibt, sind diese gestreiften Geschenktüten. Die finde ich auch großartig. Hier unten nochmal Washi-Tape. Das hat sich ein bisschen verändert. Das ist jetzt so in Farbgruppen sortiert und nicht mehr angepasst auf Designerpapiere. Mal gucken. Jetzt blätter ich hier auch nochmal. Genau, hier sind die Accessoires. Da hat sich auch einiges verändert. Manches raus, neu rein. Sind diese Buchklammern zum Beispiel. Das hatten wir beim Kaffeeset. Ja, die Lackakzente, der Perlenschmuck und der Strassschmuck, die haben sich in ihrer Zusammenstellung verändert. Schön sind auch diese Palettensets natürlich für Schüttelelemente. Und was ganz toll ist, sind diese Buchsbaumkränze, die man auch biegen kann. Also man kann da auch Buchsbaumschnüre, Rechtecke, was auch immer raus machen. So, es gibt ganz viele tolle neue Bänder. Musst du dir mal in Ruhe anschauen, wenn dich das interessiert. Also ich habe die ja in Amsterdam alle gesehen und alle auch anfassen können. Es hat also wirklich keins gegeben, wo ich jetzt gesagt hätte, nee, gefällt mir nicht, lässt sich nicht gut binden, wie auch immer. Finde ich alle, also alle wirklich prima. Schön sind auch diese kleinen Palettenbänder, die großen, die haben mir nicht so gut gefallen, weil die so wuchtig sind, aber diese kleinen, denen gebe ich nochmal eine Chance. Ganz neu und ganz spannend, finde ich, ist diese Strukturpaste mit den Spachteln und den Schablonen. Die Paste kann man mit den Nachfüllflaschen einfärben. Also das finde ich super interessant, da wirst du auch sicherlich was sehen. Das ist noch eine Neuheit im Katalog. Und bei den Klebemitteln gibt es auch zwei Neuheiten. Und zwar gibt es die Dimensionals jetzt auch in klein. Super cool. Und was ganz toll ist, ist diese Klebefolie, die man ausstanzen kann und damit eben filigrane Stanzteile auch gut aufkleben kann. Hier nochmal eine Übersicht, welches Klebemittel man für welche Unterlagen oder Projekte gut nehmen kann. So, dann Zubehör, Stanzen, muss man nicht viel erklären, kann man sich anschauen. Die Seite mit den Prägefoldern, die ist nochmal ganz spannend, weil der Bereich der tiefen Prägefolder größer wird. Und da ist es dann auch wichtig, sich anzugucken, wie wird jeweils das Sandwich gebaut. Denn das Sandwich mit den tiefen Prägeformen, das wird anders gebaut. Da fehlt eine Acrylplatte, die wird weggelassen, weil diese Formen eben deutlich dicker sind. Außerdem auch noch dann ein kurzes Wort dazu. Ist es sinnvoll, das Papier, bevor man das prägt, mit dem Stampin' Spritzer ein bisschen mit Wasser einzuspritzen, dann werden die Abdrücke auch besser. Hier die Framelits und Thinlits. Hier wird auch nochmal erklärt, wie das Sandwich gebaut wird. Das ist wichtig, auch wenn es dann zu den detailreichen Stanzformen geht. Da macht es auch Sinn zu gucken, in welchem Bereich sind die Formen. Bei diesen ist es sehr empfehlenswert oder zum Teil eben auch nötig, dass man die Präzisionsplatte dazu benutzt. So, dann kommt das Zubehör. Wir sind schon fast am Ende. Es wird ein bisschen länger, glaube ich, als ich vorhatte. Ein kurzes Wort noch zu der Tabelle der Shopping-Vorteile. Da lohnt sich natürlich immer ein Blick. Die Shopping-Vorteile steigen ja mit der Bestellsumme im Juni 2017. Vom 1. bis zum 30. Juni 2017 gibt es eine zusätzliche Aktion. Da bekommst du ab 400 Euro Bestellwert nochmal 40 Euro Shopping-Vorteil extra. So, dann sind wir bei den Gastgeberinnen-Sets. Auch hier noch ein Wort. Die Gastgeberinnen-Sets, die können nicht gekauft werden in der normalen Bestellung, sondern die können nur mit Shopping-Vorteilen erworben werden. Das heißt eben bei Einzelbestellungen ab 200 Euro. Bei Sammelbestellungen stehen die aktuellen Konditionen immer auf meiner Homepage. Da kannst du schauen, ich gebe ja die Shopping-Vorteile früher weiter, und diese Gastgeberinnen-Sets, die kannst du dir dann eben mit deinen Shopping-Vorteilen kaufen, und die sind auch deswegen günstiger. Hier steht immer bei, welchen Wert die haben. Zum Beispiel dieses Gastgeberinnen-Set Feathery Friends hat einen Wert von 23 Euro, es kostet aber nur 14,50 Euro. Das ist im Grunde auch so eine kleine Belohnung dafür, dass man eben ja auch das andere Zubehör bei Stampin' Up kauft.
Außerdem sind diese Gastgeberinnen-Sets ganz schön, weil sie oft als Ergänzungssets für andere Stempelsets dienen. Also das hier zum Beispiel passt in diese Kolorationsreihe. Da gibt es auch noch so ein ähnliches. Hier ist einmal ein Hintergrundset, aber ganz besonders ist es bei diesem. Das passt nämlich sehr gut zu dem Stempelset Text Ya Later. Und jetzt komme ich wieder zu der Markierung, die ich eben übersprungen habe. Das ist nämlich dieses Set, wo man ja ganz witzig so WhatsApp-Nachrichten sozusagen stempeln kann. Und ergänzend zu diesem Set gibt es dann eben das, was man einzeln auch benutzen kann oder eben noch als Ergänzung dazu. So, und dann sind wir schon auf den letzten Seiten. Hier ist nochmal ein Index, um sich zurechtzufinden. Da muss man allerdings wissen, wie das Stempelset heißt, was man sucht. Was aber sehr schön ist, sind diese Seiten, weil man ja doch oft, oder mir geht es so, dann denke ich, ach, der Stempel, der war doch irgendwo, ich weiß, da war eine Blume bei. Ah, okay, das Set habe ich gesucht zum Beispiel. Da kann man hier eben gucken. Das sind die Sets mit Sprüchen, die hier aufgelistet sind. Und man findet die halt anhand dieser kleinen Bilder, finde ich, sehr viel schneller, als wenn man durch den ganzen Katalog blättert. So, und als allerletztes, die letzte Seite. Hier ist immer das Stempelset, wovon ein Teil, und das sind bei diesem Set 2,25 Euro, an die Ronald McDonald Häuser geht. Das möchte ich dir auch nochmal ganz besonders ans Herz legen. Ich finde es diesmal auch wirklich schön, also ich werde mir das auf jeden Fall auch bestellen, weil ich das einfach auch eine schöne Idee finde. In Köln haben wir ja ein großes, großes Kinderkrankenhaus. Wir haben auch ein Ronald McDonald Haus, mit dem ich auch immer wieder in anderem Zusammenhang in Kontakt stehe und ich finde diese Häuser wirklich sehr, sehr schön. Also ich war da selber eben auch schon drin. Unsere Tochter war mal, als sie so anderthalb war, hier eine Woche im Krankenhaus und da haben wir da eben Zeit drin verbracht. Also es war gar nichts Wildes. Aber da haben wir uns eben dieses Haus angeguckt, auch von innen. Die sind sehr, sehr schön gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und für Familien, die eben doch länger im Krankenhaus bleiben müssen, ist das eine ganz tolle Einrichtung. Und deswegen finde ich das sehr schön, wenn da auch ein bisschen dann hinfließt. Okay, das war meine Katalogtour mit ein paar warmen Worten am Ende. Entschuldigung, wenn das vielleicht ein bisschen anstrengend wurde. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich total auf das nächste Jahr. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Helfe ich dir gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich sehr. Jetzt lege ich den Katalog nochmal ins Bild, sonst ist es so leer. Ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.